Jo, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Video von mir, dem Manuel. Diesmal keine Stream-Ankündigung. Jo, ihr wisst ja, das letzte Video ist schon eine Weile her. Ja, ihr wisst ja, ich bin bei Razer Brothers eigentlich tätig momentan. Das bin ich auch, in der Tat. Aber ich habe mir überlegt, dass ich diesen Kanal hier trotzdem noch weiterführen werde oder wieder aufbauen werde. Nicht im Stil, wie wir es bis anhin gekannt haben, schon mit Let's Plays, aber nicht mit dieser Art von Let's Plays. Wir haben hier ja App Reloaded, Vio, Single Let's Plays haben wir hier, alles Mögliche. Das wird es weniger geben, beziehungsweise die Spieleart wird sich stark verändern. Und zwar, ja, ihr seht's, Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot. Ich werde, also wer auf Razer Brothers aktiv ist, der weiß, ich habe da ein Pokémon Let's Play laufen. Das ist da allerdings nicht so beliebt, deshalb würde ich sagen, ich verlege das hier auf meinen Kanal, auf den hier, und will damit auch eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Ihr, bitte, 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 schreibt mir nicht irgendwie in die Kommentare, mach wieder Samt, mach wieder das, mach wieder dies. Aktuell noch nicht, vielleicht irgendwann später, aber aktuell. Nein, ich werde bei Pokémon bleiben. Wenn es euch nicht gefällt, dann wisst ihr, wo der De-Abo-Knopf ist. Weil es ist halt das, was ich momentan machen werde und machen will, weil mir das doch ziemlich Spaß macht, das Ganze aufzunehmen. Und ja, deshalb, wenn es euch gefällt, bleibt hier, guckt es euch an. Immer offen für Kritik. Wenn es euch nicht gefällt, dann guckt es nicht, flamet mich nicht. Weil, ja, habt ihr auch nichts von. Jo, ich denke, mit bisschen Glück kommt heute der erste Part noch online. Und ja, dann habt ihr ihn heute schon zu sehen. Gut, übrigens, eben kurz zum Projekt Team Rot. Pokémon Mystery Dungeon Team Rot ist das erste Pokémon Mystery Dungeon, das je erschienen ist für den Game Boy Advanced damals. Und mal schauen, wenn ich einen anständigen Nintendo DS-Emulator noch finde, können wir auch die darauf folgenden Mystery Dungeon Spiele noch spielen. Aber von der Dauer her wird das schon ein ziemlich fettes Ding. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und die Videos, die jetzt drauf sind auf dem Kanal, die lasse ich natürlich. Aber es wird sich natürlich einiges ändern. Gut, ich würde sagen, das war's von mir. Ich bin hier raus, und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Manuel, haut rein, bis dann. Tschüssikowski.